Wo wollten wir jetzt denken? Wollten wir den MK-Dings da bauen? Ne? Beide, ne? Also zweimal. Ja. Wir haben noch zwei Mobile gehabt, glaube ich, ne? In der Kiste hinten. Wo sind sie denn nochmal? Hier hinten. Ach, Produktion. Hier sind noch zwei drin. In der mittleren Box. Ja, aber keine MK. Die, nee, die kleinen meinst du noch? Ja, ja, genau. Ah, genau, wir haben... Fünf Rohre, fünf Beton. Ich hab was vergessen. Wo können wir das hier hinbauen? Das haben wir eben abgerissen hier. Was hast du abgerissen? Weißt du noch? Achso, ja. Wo kann ich das hinbauen wieder? Hier hinten ist so genügend Platz. Auf dem Platz einfach. Irgendwo. Rohre. Rohre und Beton. Oh, mir fehlen sechs Rohre. Auch Gott, sechs Rohre. Ich hol mir die zuerst. Naja. Du Wichser. Was ist denn nochmal? Hab nicht zugehört. Scheiß Rohre. Hast du keine bekommen? Gib mir die Rohre. Hast du keine bekommen? Nein. Mach mal den Rest rein. Milestone reached. Buildings aimed at factory traversal, including several different categories of jump pads, can now be accessed in the build menu. Das ist jetzt dein Ernst? Ich hab die Rakete noch mitgefüllt. Als ob du jetzt alle da reingehauen hast. Na warte, ich hab noch ein bisschen was. Ich brauch mindestens 10 Stück. Hab alles vorsichtig reingetan. Toll. Ja, wirklich. Weil ich hab die Rakete halt abgeschickt. Ich dachte, wir wollten auf Produktion gehen. So, meiner. Dann können wir die beiden doch eigentlich zusammenlegen, ne? Die beiden Minen. Auf einen Förderband quasi. Ja, ist von der Auslastung nicht so gut, ne? Ich würde die Systeme getrennt lassen. Ah, ich brauche einen von diesen. Ah, Mist. Verstehst du? Wird sie getrennt auch mit zwei Förderbändern rüberführen? Ja. Okay. Wie weit ist denn das Ganze? Aber wieso ist das so eine Auslastung nicht so gut? Ja, die Förderbänder sind doch total voll dann. Oder? Ja und? Ist doch scheißegal, die Förderbänder können doch voll sein. Und die, und vor den Kisten teilen wir die dann wieder auf. Wenn das geht, oder wie funktioniert dieses Aufteilen? Können wir da Produkte aussehen, die in welche Richtung geschickt werden, oder wie? Ich glaube, wird einfach gleichmäßig aufgeteilt. Du kannst ja, auf maximal wird, drei Bänder ja aufteilen, ne? Ja. Und dann quasi, ja, durch drei, 30% auf die Bahn, 30% auf B und 30% gehen auf die, also 33%. Ja, wenn das so geht, dann machen wir das auch so. So, hier hinten brauchen wir einmal den MK. Nur mal kurz gemutet. Ja. Den haben wir. Und der hier hinten fehlt noch. Am besten in die Richtung. So, wie war das jetzt? Wo ist hier dieser... achso, jetzt müssen wir den auch machen. Erst die Schmelze und danach den Konstruktor. Habe ich jetzt alles hier? Ich glaube nicht, ne? Ne, Draht fehlt mir noch. Ich brauche Draht, 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 Draht. Wie geil das einfach aussieht. Draht brauche ich. Ich brauche Kabel. Die kann ich hier dahin fertigen. Haben wir ein paar gemacht. Versteckte Eisenplatten und Eisenstangen. Oh nein, versteckte Eisenplatten nur noch. Das heißt, ich brauche hier Platten. Kannst du dich mal gerade oben auf den Turm stellen, bevor die Rakete kommt?
Was passiert, wenn die Rakete kommt und du dazwischen stehst? Schnell! Ja, das ist jetzt blöd, weil ich habe mein Inventar voll. Ich möchte es nicht riskieren, dass die Sachen wechseln. Okay, die Rakete landet eh jetzt. Ist egal. So, versteckte Eisenplatten. Was brauche ich dafür? Schrauben. Ich kann keine Schrauben mehr machen, weil mir Rohre fehlen. Ah, Rohre. Ich hätte die beiden MKs schon mal fertig, ne? Sehr gut. Auch schon platziert? Ja. Sehr gut. Ja. So. Du kannst ja schon mal gucken, was wir jetzt nächstes bauen wollen. Ja. Also, nächster Meilenstein. Fahrzeuge. Da wollte ich ran. Ja, die Frage ist, ob wir jetzt direkt erstmal einen Meilenstein wieder machen. Ne? Hätten wir nur noch Gehwege und Farbpistolen, aber. Das ist sehr viel Ressourcen alles, ne? Ja gut, also. Ja komm, lass uns erst den Meilenstein vervollständigen einfach. Okay, einfach weil wir es können, ne? Ja. Nur die beiden noch, danach kommt ja eh richtig viel Arbeit auf uns so, ne? Und dann wegen oben. Weil wir ja den Aufzug brauchen, ne? Ja. Und beim Aufzug sehr viele Ressourcen brauchen, die wir sehr viel, also über sehr große Sachen hinweg produzieren müssen. Also, das ist was ich meine. Jo. Geht sehr ins Detail. Das würde ich erstmal nicht machen, ne? Okay. So, ich brauche nochmal versteckte Eisenplatten, dann haben wir das Thema auch durch. Oder nee, lass uns das doch mit zwei getrennten Förderbändern machen. Hat den Vorteil, dass wenn irgendwann mal irgendwas schief gehen sollte, dass wir dann einfach unsere Produktion umrüsten können. Ja, sind wir flexibler, fand ich halt auch besser. So, wo wollte ich jetzt versteckte Dings brauche ich immer noch. Schrauben. Okay, das habe ich auch. Müssen wir da hinten mal gucken, dass wir noch eine neue Vernetzung hinbekommen mit. So ein Stromnetz, darum kümmere ich mich aber gleich. Mhm. So. Zuerst die Schmelze. Ich hoffe, das passt hinten vom Abstand her. Ich bin so froh, wenn wir. Energie auch total autark haben, ne? Ja, ah, ich brauche nochmal Eisenstein. Ah ne, warte. Okay, das geht echt erst, wenn wir Öl haben oder so. Das müssen wir auch erst erforschen. Hm. So. Dann brauche ich hier nochmal, nicht da. Da. So, die habe ich vorhin nicht mit zu Ende gebaut. So, habe ich noch genügend Material dabei für ja, Förderbänder habe ich noch. Was sind sie? Logistik. Fördermast brauche ich einmal. Kann ich. Ne, das Fördermast ist, da kann ich nur einen Förderband draufpacken, ne? Ja. Je nachdem, wenn du den aber höher baust, kannst du glaube ich auch mehrere, einmal oben, einmal unten einbauen. Das fände ich sogar besser, weißt du? Mach das mal. Dann könnten wir die Lagerboxen übereinander machen. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ich muss gerade nur gucken, wie ich ihn hochkriege. Ja, einmal hinsetzen und dann kannst du in die Höhe bauen. Einmal musst du anklicken. Ja, jetzt kannst du noch weiter hochklicken. Genau. Ist der, auf welcher Höhe ist er jetzt? Ist der jetzt mit dem quasi mit dem vordersten Teil übereinander? Oder sieht fast das? Gleich aus, ja. Okay, dann machen wir das mal so. Ich glaube, da passen nicht mehr so.
jetzt? Das ist höher als das. Das ist gleich, ja. Dabei war das auch hier. Ja. Nee, so, ja. Verarschen. So scheiße, außerdem ist das so oder so komplett schief geworden. Nö, nee, sieht doch gerade aus. Ja, nee, mit den beiden Produktionsketten hinten. Okay. Egal, komm. Wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt nicht unbedingt auf Schönheit gehen, aber so ein bisschen wollte ich ja schon drauf achten. Okay. Ich mach das mal anders. Verbinde die jetzt erstmal untereinander. Also du kannst ernsthaft Weichen bauen, du brauchst gar nicht mal eine Verbindung. Das wusste ich nicht. Ich kann die jetzt quasi übereinander bauen. Hm. Also halt ineinander direkt. Naja. So, das will ich jetzt mal wissen. Was ist, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte jetzt hier ein Fördermast haben? Jetzt aber eine Stufe höher ist. Sprungflächen, schräge Sprungflächen und gehen Landepad. Ja, hatten wir gerade schon. Echt? Ja. Bin ich gerade erst freigeschaltet? Nee. Also ich weiß nicht, wie du mit den Teilen was übereinander bauen kannst. Ich dachte, das geht. Das ist sicher? Ja, es geht auch irgendwie, aber keine Ahnung wie. Mit dem Mast, meinst du? Ja. Mach mal einen ganz hohen Mast. Ich will das mal gerade sehen. Mach mal einen ziemlich hohen Mast. Noch, ja. Kannst du da nicht zwischen hier auf. Vielleicht kann ich ja noch einen dazwischen setzen jetzt. Nein. Aber wenn ich jetzt verbinden möchte, ich kann jetzt den hier. Kann ich ihn so da durchziehen? Ich muss den jetzt quasi da oben verbinden. Und den hier. Den könnte ich, wenn, auch nur da oben mit verbinden, dass der dann. Nee, das geht jetzt nicht mehr. Na, dann geht das nicht. Dann mach zwei parallel. Aber ich hab das doch auch gesehen, dass es geht. Das ja, ich hab das auch gesehen. Ich weiß aber nicht wie. Hm. Naja. Das noch oder nicht, dass sie jetzt hier Probleme machen? Natürlich machen sie Probleme.
Beton dabei? Wahrscheinlich nicht. Doch. Da. So, wo sind hier meine... Da sind die Fundamente gewesen. Ich baue die gleich alle wieder ab, ne? Also keine Sorge. Das ist nur für eine Orientierung. Damit die gerade werden, hier halt in der hier halt der Bahn nur. Hm. Aber du kannst mal die Kettensäge mal anschaffen gehen. Anschaffen gehen. Ich geh mal anschaffen, ja. Genau. Sprit brauche ich. So. Ja, was soll ich machen? Und der Baum, der hier in der Mitte steht, einfach mal weg damit. Baum, der hier in der Mitte steht. Welcher? Auf der Strecke, mit ja, auf der Strecke. Okay. Also alle, die jetzt hier quasi in den Stricken, Stücken stehen. Da, der steht auch im Weg, komm. Fundamente. Stick. So. Jetzt, ich kann den nur so drehen, das ist doch doof. Ah, ich brauche Platten. Mist. Warte, Eisenplatten oder Beton? Eisenplatten. Boah, ist oder so jetzt eine ganze Menge von. Allerdings haben wir jetzt gleich über die Plattform im Weg, das ist doch auch scheiße. Mann, ich bin total. Ich bin sowas von unzufrieden damit. Nee, das ist alles scheiße. Knopf. Fundamente. So. Logistik. Förderbänder. So, das mache ich so. Lass mich mal testen, ob das auch so geht ohne die hier. So, Förderbänder, wo habe ich sie? Da. Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Das
So, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaun. Ja. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott!